Was geht, Leute? Mein Name ist Enel Fox und heute spielen wir etwas Brutales. Ein Gemetzel erwartet uns, die Rede ist von GTFO oder auch bekannt als Get the Fuck Off. Hat eigentlich keinen VR-Support, aber durch eine Mod ist es möglich, dieses, wie gesagt, in VR zu spielen. Ein 4-Player-Horror-Koop-Shooter, das ich zusammen mit der VR-Community spiele und ich bin gespannt, ob ich mir in die Hosen mache. Natürlich werde ich das nicht, aber ich bin eher gespannt, ob das mit dem Gunstock verfügbar ist. Das werden wir näher durchleuchten. Nach dem kurzen Intro geht's los. Bis gleich. Hier neben mir. Was, echt? Ah, hallo! Ach so, winken kann man nicht. Also, wir spielen zu zweit. Ich hoffe, Sammy kriegt das noch hin. Gunstock müsste funktionieren, das sehen wir gleich. Wie, nochmal? Findest du? Ich finde es. Ja. Das könnte natürlich das Problem sein. Meine Vive-Controller werden nicht erkannt. Also, Gunstock geht leider nicht. Die Vive-Controller werden nicht erkannt. Aber die Index-Controller. So, jetzt muss ich. Starcraft, dich muss ich noch in-game muten irgendwie. Ich hab keine Ahnung wie. Oder ich mute dich in Discord dann. Ah ja, richtig. What the fuck? Ah, ich sehe sogar dein Cursor. Cool. Funktioniert. Aber am Anfang, als man dieses Loadout hatte, beim Menü konnte man doch Booster auswählen. Und ich glaube, ja, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man umschauen, dass man hier diese Artefakte findet, kann man die dann bei jedem Playthrough. Hier ist nichts mehr. Kriegt man andere Artefakte oder verstärkte. Weißt du was? Pick up Warden Artifact Bolt. Was hast du gemacht? Wie hast du gepickt up? Licht kann man anmachen. Ups. Wie nimmst du es auf? Also grippen. Stimmt, ja. Ja, das. Ja. Die Grafik finde ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Also ich persönlich könnte die noch ein bisschen höher stellen. Das Anti-Aliasing ist mir ein bisschen zu wenig, aber es ruckelt schon ein bisschen. So. So ab und zu, so ganz kurz, so eine halbe Sekunde oder so. Hast du hier schon ein bisschen gesäubert? Hier waren noch Gegner. Hast du hier vorausgearbeitet? Echt? Hier waren, vorhin, als ich es ausprobiert habe, waren hier eine ganze Meute. Ah, interessant. Ich sehe bei dir auch über deinen Kopf schweben. Ah, nee, wenn ich dich anvisiere, wie dein Status ist.
Weiß ich. Ich gehe noch kurz hier die Treppe entlang. Lass mal auch ja nichts hier vergessen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Aber hier ist, glaube ich. Nee, nee, alles gut. Hier ist nichts mehr. Hier auch nichts. Hier ist auch noch eine Tür, ne? Ah, die ist echt? Zu. Ist zu? Okay. Ja, da ist ein Schloss dran. Kann man auch nicht aufschießen, ne? Kannst du aufschlagen? Ein Leiter steht da. Wie schlägt man auf? Oh, ich bin... Hier kann man auf irgendeine Leiter noch hoch. Okay. Stimmt, die hat so ein... Ja, aber wozu? Warum kackt bei mir jedes Mal dieses komische Kinomodus ab? Tür ist auf. Mit Gewalt geht alles. Oh, hörst du das? Das gefällt mir nicht. Ja. Das kommt. Übel nicht. Das muss doch funktionieren. Ekelhaft. Muss man die Waffe nachladen? Wie tut man nachladen? Keine Ahnung. Ich sehe auch nicht wie viel. Dein Shot im Modell. Okay. Stimmt, man sieht keine. Ah doch, deine Uhr ist die Anzeige, wie viel Munition du hast. Ja. Aber was das alles bedeutet, weiß ich nicht. Ich habe das nur noch im Hinterstübchen. Also man hat auch mit der Pistole nicht unendlich Munition. Nee. Ist immer limitiert in der Munition. Und können wir hier solche... Können wir die aufmachen? Hacklock. Oh, da muss man hacken. Das kann ich noch nicht. Ah! Wenn man, ach so, doch. Ich habe so ein Hacktool. So ein Minispiel gibt es dann. Cool. Medipack. Was war das? Aber alles kann man nicht aufmachen. Scheinbar. So wie ein Medipack, aber kann man das mitnehmen? Ich frag mich, wie ich jetzt wieder zu meiner Waffe zurückkomme. Ja, bei der Index oder einfach hier auf dieser Schaltfläche kannst du zwischen den Waffen hin und her schalten. Ja, aber ich habe jetzt natürlich dieses Medipack in der Hand. Und ich habe mein Hacktool noch in der Hand. Naja, einfach, wenn ihr habt den Touch, die Touch-Teil beim Index-Controller einfach nach oben. Ja, das nach ich weiß, aber es ist, so nach, man muss den nicht nur drücken, sondern so nach oben. Ah, okay, okay. Okay, so. Okay, dann weiter. Die Tür oder die Tür? Die Tür hier, okay. Oder? Ja, bin bereit. Nix los. Nur dunkel. Easy. Na, hier ist aber gleich so ein Gang. Stimmt, crouchen ist ja auch ganz wichtig. Machst du das mit einer Taste oder was? Nö, ich crouche richtig. Ich habe das eingestellt in der Config auf 150. Also 1,50 Meter. Habe ich nichts eingestellt. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier crouche? Crouche ich auch? Du crouchst jetzt gerade, ja. Oh. Mir jetzt so anstrengend. Geh mal hier unten lang. Hier ist eine, Lockmelter. Oh, jetzt habe ich den genommen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Das ist ja irgendwas, um irgendwas aufzuschweißen, oder? Ja, sieht aus wie eine metallische Kartoffel, ich weiß nicht. Ja, Lock und Melting ist ja Schmelzen, also... Jo, das ist richtig. Schmelzer. Ach so, fahren wir schon. Ist da die Tür vielleicht, die wir am Anfang noch hatten? Ja, ich glaube schon. Okay. Jetzt so einmal im Kreis gelaufen. Ja.
Hier ist nichts. Oh. Boah. Ja, sorry, ich bin runtergesprungen und das hat ihm so wehgetan. Warte mal. Health 72, ja. Echt? So viel? Ja. Komm, das war doch hier nur 4-5 Meter, die ich runtergesprungen bin. Oh. Aber nicht zu übertreiben hier, der Kerle. Naja, nicht viel Sicht, ne? Ich gehe mal kurz die Leiter hoch. Mal hat hier noch die Orientierung verloren, ne? Ein Tool Refill Pack ist hier. Und irgendwas habe ich aufgenommen. Ja, wieder so ein. Achso, immer wenn du durch die Waffe scrollst, dann siehst du auf der Uhr, welcher Balken was ist. Der ist dann wird orange gehighlightet. Nur mit dem Waffenscrollen, das klappt bei mir nicht so richtig. Ist ja eigentlich nur Touch draufdrücken und dann swipen. So, gehen wir mal hier durch die Tür, oder was? Jo, jo. Hier kann man noch runter, gell? Ja. Habe ich mir nicht getraut. Machen wir mal. Okay. Ich glaube, hier unten ist es nur ekelhaft. Hier ist bestimmt irgendwas. Hier ist noch eine Box. Mit C-Form Granate. Ah, eine Kaugummi-Granate. Stoß gleich zu dir. Guck mich nochmal um. Da ist nichts, da waren wir. Doch, hier oben waren wir. Ja. Quasi da, wo ich runtergesprungen bin, die 5 Meter. Genau, genau. Haben wir auf super easy gestellt? Hey, hast du vielleicht auf super easy gestellt? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts eingestellt. Und in 5 Minuten schreien wir wie kleine Kinder. Aber ich bin echt... besser ohne Licht, oder? Was bist du? Yes. So, ich bin echt erstaunt von der Grafik. Also, es ist echt mega gut. Ja, für so einen Mod, ne? Ja, ja. Eine coole Atmosphäre. Ist, dass das so gut funktioniert. Muss ich auch sagen. Da hab ich so das. Gelohnt. Ich meine, billig war es ja nun auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Och Mann, ich Idiot. Ja, Mann, ich denke halt immer, ich denke nicht, das ist das Problem. Was wollte ich sagen? Das mit den Leitern ist gar nicht schlecht gemacht. Ja. Hast du ja genau. Ist es hier noch? Nee, ich habe ja eins genommen. Hast du genommen? Aber ich weiß auch nicht, wie viel es geben kann. Oh, was habe ich jetzt? Ja, kommt bestimmt ein nächstes. Ja, denke ich auch. Wollen wir hier reingehen? Oh Gott! Achtung, jetzt kommen sie. Überall Matsch! Oh, irgendwas! Oh, oh, eine Munition mehr! Oh, die Pistole gefällt mir gerade echt. Umso mehr. Wie sieht denn mein Gesundheitszustand aus? Hab 91. Ich geht noch. Du bist 17. Ja, du bist topfit. Wollen wir hier mal rein? Ja. Wieso nicht?
Wir haben doch den Raum gerade gesäubert. Man kann auch sprinten. Man kann auch sprinten, auf den Thumbstick draufdrücken, während man läuft. Und, gibt's da was Schönes? Long Range Flashlight. So ein Attachment? Ja, das ist aber gesondert. Da ein Ammo-Pack? Hätte ich hier. Wie benutzt man das? Wenn man einen Reißverschluss aufziehen? Ah, auf die Uhr halten und dann benutzen. Warte, bleib mal stehen. Jo. Oh, 40% Health. Hast du wieder. Also du hältst es nur auf mich drauf? Zum Heilen? Genau, also wenn ich das Ammo-Pack hab, dann kann ich, dann steht, wenn ich da den Cursor auf dich habe, use Medipack on Anorob Fox und dann ist hier, dann musst du einmal Grip drücken. Okay, okay. Und du kriegst pro Mal kriegst du 20 Hells ungefähr wieder. Okay. Ich verspreche dir, ich werde jetzt nicht mehr aus großer Höhe runterspringen. Wie viel habe ich jetzt Health? Habe ich mich zufällig auch 100. Geheilt? Du hast 100. Das hab ich, wollte ich eigentlich gar nicht, aber User Error. Oh, hier ist wieder ein Artefakt. Ist bestimmt gut, Artefakt. Bisschen Wiese. Aber es ist auch nicht so gruselig, oder? Nö, aber ich glaube, das kommt erst noch. Bis jetzt man geht's. Man könnte ein bisschen einfacher machen, so was man so mitnehmen kann, ne? Dass man das so deutlicher sieht. Inwiefern? Was meinst du? Ja, ich finde immer, da liegen so viele Sachen rum und man weiß nie, kann man das jetzt nehmen oder nicht hier? Oder ist das was oder nicht? Ja. Also die Kisten ja, die sind ja, die sieht man, dass man die öffnen. Ich glaube, irgendwann hat man den Dreh raus, was man aufmachen kann, was nicht. Vorsicht, auf der anderen Seite kann man reinlucken, da sind so komische Gestalten, die schon auf uns warten. Ja, außerdem müssen wir hier, glaube ich, einen Schalter umdrehen, ne? Door in Emergency Lockdown, unable to operate. Ich glaube, da brauchen wir jetzt den Melter, den ich zufälligerweise dabei habe. Aber wollen wir mal gucken, ob haben wir alles andere schon abgegrast oder nicht? Ich guck mir mal die Karte an. Also in deiner Region, da wo du jetzt stehst, ist noch einiges offen. Oh, guck mal, ich kann sogar zeichnen, wenn du in die Karte guckst. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr für die Dings, für die Shotgun. Shotgun hat nur 4% bei dir, sehe ich laut Karte, ja. Bin ich jetzt gerade hier? So kann ich ducken. Hattest du so ein Ammo? Pack? Ja, hatte ich ja. Na, probier mal, ob du mir Munition rüberschieben kannst. Ach so, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Dann habe ich irgendwie an mir. Alles klar, genutzt. Dann nehme ich hier die Pistole. Ja, dann melde mal. Einen Moment. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen hier mit dem Hammer hauen. Der ist ein bisschen schwammig. Ich habe außersehen. Never mind. Ja, das. Kartenproblem. Mach ich nächstes Mal. Oh, hier ist ein Terminal. Das sieht interessant aus. Ich glaube, hier können wir jetzt die Tür öffnen. Kannst du kurz? Ja, genau. Sicher kurz. Ja, warte, wir gucken mal eben hier nochmal. Und hier ist mir auch noch eine verschlossene Tür. Ach, hier kann man hier den Lockmelter für benutzen. Guck mal. Achtung, siehst du, so geht das.
Hier ist eine Tür. Aha. Eigentlich warte. Eben, wenn du herkommst. Ja. Und da war ein Schloss dran. Und wenn du aha. dann da halt den Lockmeister, so. Dann macht er diese Schlösser das ist, auf. Das ist ja quasi, um Munition zu sparen. Genau. Okay. Aber mit dem Hammer kann man sie auch zerstören, die Schlösser. Das ist ja so, habe ich gerade nicht geschafft. Aber, komm mal ganz kurz. Oh. Warte, die kommen. Oh. Ich will jetzt mit dem Hammer kommen. Oh, jetzt kommen sie viel. Uiui. Gib mir doch mal lieber die Shorty. Uah, der Kaugummi hält aber nicht lange. Haben die mich trotzdem getroffen? Ich bin nur ausgewichen. Oh ja, ziemlich gut haben die dich getroffen. Ich bin nur ausgewichen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas... Warte, sag auf, komm mal zurück. Ja, kannst du dir das Terminal mal anschauen? Blickst du das durch? Wir haben hier ein Terminal, mit dem wir interagieren können, aber sobald ich es benutze, gehen meine Controller weg. Ja, ich hab dann eine Tastatur oben. Ich weiß auch nicht, was da ein so... Press Escape to quit. Type also ich habe Uhr habe ich Objectives. Okay, wir müssen Terminal 986 finden. Das ist Terminal 440. In dem Terminal 986 können wir... Okay. Request Timeout. Out of Rage, Terminal is not in the same security zone as this terminal. Are you in the correct zone? Okay, wir müssen also die Zone, eine andere Zone finden, wo das Terminal ist, um diese Tür zu öffnen. Das heißt, wir werden hier nochmal zurückkommen. Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir können ja mal hier erstmal gucken. Ja. Okay. Gibt überhaupt noch Munition hier oder so? Ich weiß das gar nicht. Hierfür ja. Könnte auch mal was finden, ne? Ich frag mich, wie ich die Funktion meiner Uhr wieder umstellen kann. Alles okay? Ich hab hier irgendwas. Ja, ich habe irgendwas gefunden. Fog Repeller. Nebelmaschine. Kann ich meinen Locker gegen austauschen? Hast du einen Alarm betätigt oder höre nur ich das? Nee, ich glaube, das ist hier diese Nebeldings, den ich gerade deswegen. Und der so. Lockt die bestimmt an oder es ist so ein Ablenkungsding. Na gut, ja gut, sagt auch der Name. Okay, ich bin ganz kurz bei der Uhr. Oh Gott. So ein Artefakt. Ich hab ein Artefakt gefunden. Hier lag der Erde. Ich hab's gehört. Hier ist wieder eine andere Tür. Die können wir vielleicht öffnen damit. Ich komme. Ich hab das mit der Uhr gecheckt wieder. Achso, das ist jetzt wieder so eine Start Security. Ja, okay. Sorry. Nicht Bescheid gegeben? Okay. Alles gut. Ah, Enter Security Scan to proceed. Wir müssen dann in den Kreis rein. Oder wir gucken uns erstmal die Map noch genau an, weil ich glaube, ja, Zone 62. Ich wollte eigentlich mal hier gucken, was hier noch ist. Das ist, geht zur nächsten Zone dann rüber. Ist hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Alles vegetarisch, aber. Ich hätte gerne ja nur Munition, das wäre ja schon mal nicht schlecht. Oh, das wäre echt nicht schlecht, ja. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Weil gerade der Versuch, da mit dem Hammer auf die einzuprügeln, das ist ja voll nach hinten losgegangen. Was sagt deine Uhr, wie viel Achso, ich sehe es ja bei dir. Ja, Pistole, 40%. Na, ist nicht viel. Ja.
Na gut. Ja, dann gehen wir mal rein hier. Warte, warte, ja, ich komm gleich. Okay. Ja, ja, wir müssen beide in dem. Beide in den Kreis. Okay. Oh Mann, jetzt kratzt mein Auge. Schlecht. Okay. Das scheint mir aber wirklich so. Ach, guck mal, jetzt haben wir auf der Karte auch angezeigt, wo irgendwelche Munition und Medipacks sind. Computerterminal. Ah, Tatsache. Aber hier ist kein Ammo. Und ich habe auch nicht mehr die lange. Hört sich so an, als ob hier gleich irgendjemand kommt. Ich bin rechts von dir. Schau mir den Gang an. Wollen wir hier mal. Hier ist eine Kiste. Guck dir mal die Kiste an, ob da Munition drin ist. Was ist okay. Das denn? Tool Refiller? Gegner vor mir. Bin mir nicht sicher, ob die Shotgun. Ja, aber ich höre sie. Okay. Bleibt ist uns nichts anderes. Euch. Ich sehe gar nichts mit dieser Taschenlampe. Nee, ich auch nicht. Oh, die sind direkt neben uns. Also. Hier kann man runter. Aber nicht wieder fallen. Ich gebe mir Mühe. Wollen wir da mal runter oder nicht? Ja, ich habe gleich Gegner gehört, deswegen. Ich glaube, das wäre gerade ein bisschen unpraktisch, die ganze Meute jetzt auf uns zu. Ich würde vielleicht definitiv. Vorsicht, bei dir ist glaube ich auch wieder einer. Ich höre ihn zumindest. Mann, diese Taschenlampe kann gar nichts. Hast du so eine dicke? Ja. Leuchte mal den Gang. Siehst du überhaupt, wo ich hin? Ach so. Sieht man auch nicht mehr, ne? Ich sehe einfach nur weiß. Ein weißer Nebelschwaden. Ist hier nichts drin? Nee, ne? Guck mal kurz die Karte an. Nee, auf der Karte ist nichts zu erkennen. Nur komische Geräusche. Geht ja fast ohne Taschenlampe besser, oder? Ja, hast du auch wieder recht. Lass uns hier erst unten gucken. Ich gehe einen Stockwerk höher. Wir sollten uns nicht trennen. Ja, bin direkt in deiner Nähe. Hier ist aber nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gegner sind oder ob das einfach nur die Score ist. Ja. Oh, Gegner, Gegner vor dir. Ganz ruhig. Be still, sleepers. Let them snooze. Ich glaube, es ist Stealth-Action angesagt. Versuch mal zu schleichen. Vielleicht sollten wir Licht ausmachen. Ah, gute Idee. Ich glaube, deswegen leuchten die auch so, dass man die auch gleich erkennen kann. Oh toll, jetzt leuchtet er nicht mehr. Hä? Ja, ich glaube, die reagieren schon auf die Taschenlampe. Wollen wir. Ich weiß jetzt nicht. Es ist ja nur einer, aber nicht lieber. Ich will den nicht. Oh Gott! Was hast du gesagt?
habe keine Lust, da einen am Leben zu lassen, der uns in den Rücken fallen kann. Ja, noch hat das gut funktioniert gerade. Aber ich glaube, das ist schon die Taschenlampe und ich unsere Laufgeräusche reagieren schon. Hier ist Terminal 687. Toll. Ja. Nicht das, was wir suchen. Wir brauchen 986. Und irgendwas mit den Artefakten, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir die anwenden können. Weil ich habe gerade irgendwas gesehen mit 100%. Könnte das ein Crafting-System sein? Und wir haben vielleicht bisher noch kein Crafting-Modul gefunden? Keine Ahnung. Gegner oben? 38? Wo bist du da? Sleepers, don't sleep. Neben dir! Oh. Vorsicht! Oh, Scheiße, das sind einige! Ah, die können gar nichts. Oh oh. Keine Munition mehr. Haben wir aber alle. Sehr gut. So, wie sieht der Gesundheitsstatus an? Du bist bei 31%. Artefakt genommen. Ja, da steht Secure One Muted at 100% Health. Keine Ahnung, was das soll. Hm. Du bist nicht, bei 26%? Ja? Ja, nicht, dass wir über diese Artefakte irgendwie die Munition kriegen, ne? Oder... Soll ich... Warte mal, wir gehen mal erstmal da hinten hin. Vorhin konnte man noch ein Stockwerk höher gehen. Wahrscheinlich jetzt der umgekehrte Weg von der Seite. Ich würde gern da noch hinlaufen. Dann fangen wir mit dieser hier an, ne? Jo. Bin ich bereit? Sleepers. Sleeper. Ach. Vorsicht! Zwei, drei Stück. Oh Gott! Aber am Anfang, als man dieses Loadout hatte, beim Menü konnte man doch Booster auswählen. Und ich glaube ja, dadurch. Einen ausgewählt. Und ich glaube dadurch, dass man hier diese Artefakte findet, kann man die dann bei jedem Playthrough kriegt man andere Artefakte oder verstärkte Artefakte. Das kann gut aus sein. Ich habe irgendeinen Key gefunden, glaube ich zumindest. Bulk Key oder sowas. Okay. Dann werden wir es halt grandios vermasseln.
Bereit? Bereit. Warte mal, warte mal. Oh. Ja, alles gut. Hier kommt doch bestimmt lang was. Aha, vorne. Personenscanner eigentlich dabei? Was haben wir dabei? Ein Personenscanner? Nö. Damit könnt ihr durch Türen gucken, was dahinter ist. Oh. Ja, wir spielen's Hardcore. Ich probiere jetzt mal einen Nvidia Treiber neu zu installieren oder zumindest ein Update zu machen. Da okay. Ist jemand. Stimmt, es gibt ein neues Update. Unten ist auch einer. Und wenn die dann da drauflaufen, dann bleiben die kleben. Okay. Gut, dann hole ich ihn jetzt. Vorsicht! Rechts von dir kommt links von uns. Und rechts. Komm mal ein bisschen mit zurück. Komme. Oh, ich steck gerade viel ein. 16% bei dir, Vorsicht. Ja, diese. Ich schließ die Tür. Ja. Oh. Mann, diese. Die brauchen meistens auch bis ein paar Sekunden durch die Tür, ne? Oh! Okay. Also am besten, wenn ihr so eine Klebepistole bei euch zuklebt. Ja, die hole ich jetzt. Oh Mann, obwohl man da ausweicht, treffen die dann trotzdem mit diesen komischen. Haben wir alle? Ich glaube ja. Ja, sieht ruhig aus. Hier muss doch jetzt irgendwo mal Lebensenergie rumhängen, oder? Lass mich mal ganz kurz gucken wieder. Weil ich glaube, wir regenerieren uns doch schon von alleine. Ich hatte eigentlich so gut wie null und habe jetzt wieder mehr. Du bist wieder bei 20%. Vielleicht bis 20% oder so. Ja, weniger. Das könnte sein. Ja, also wenn jetzt nicht gleich Munition oder bald Munition kommt, sieht's ein bisschen mau aus. Und doch eine Hammer-Action machen. Ja, können wir vergessen. Übrigens, das Spiel ist auf hart gestellt, laut Info, Missionsinfo. Ja, es gibt ja auch so Spiele, die haben nur Hard und Ultra und Inferno. Sowas hier ist hier. Kartoffel. Was ist das? Ach, Lockmelter. Nun hast du aber auch gar nicht schlecht. Du hast ja noch. Obwohl, hab ich noch gut? Naja, zumindest 45%. Ja. Weil ich glaube, als ich das Spiel zum Test gehostet habe, konnte ich 4 Schwierigkeitsstufen auswählen. Und Hard war, glaube ich, Stufe 3. Oh, guck mal, wir sind auf der anderen Seite. Nee, doch nicht. Das ist wieder eine andere Tür. Door has no power. Activate reserve power generator. Oh Mann, jetzt müssen wir auch noch einen Generator suchen. Ich geh kurz einen Stock tiefer. Komm mit. Ja, sobald's mega neblig ist, dann ist die Taschenlampe echt für den Arsch. Ja. Vielleicht sind dafür dann diese Lichter oder so, oder was auch immer das ist. Ja, hier würde ich jetzt halt keine Glowsticks
verschwenden, weil ich glaube, hier werden wir nicht lange verweilen. Hier wird auch nichts sein an Gegnern. Also, dass man so wenig findet, ne? Ja. Aber Munition, was haben wir denn bis jetzt gefunden? Wie will man das? Ich weiß nicht, eskaliert es dann automatisch, wenn man das mit mehr Spielern spielt, dass es dann auch mehr zu finden gibt? Weil ansonsten ist das echt sehr deprimierend, wenn alle da auf einmal drum ballern und man sich einen Ammo-Pack teilen muss zu viert. Nein, dem Ammo-Pack ist ja mehrmals Munition drin. Ja, zweimal. Ja, das hat auch nicht viel gebracht. Und die zwei Rationen reichen gerade mal für einen. Das Wichtige ist ja eigentlich auch, also, ihr dürft ja eigentlich auch gar nicht so viel rumballern, weil das ist ja der nächste Teil vom Hardcore, ne? Also, so wenig wie möglich rumballern eigentlich. Oh. Dafür habt ihr ja den Hammer, ne? Mit dem Hammer könnt ihr die Viecher auf den Kopf hauen, dann sind die tot. Und dann könnt ihr die Stealth töten, ne? Ihr müsst die nie immer, wenn ihr einen Haufen da stehen seht, alle wegballern, sondern ihr könnt auch sagen, gut, wir nischeln die jetzt Stück für Stück nieder. Okay. Ja, ich habe jetzt noch. Hier ist was. Da stimmt, diese Schläfer, das. Eine Energiezelle, die ich irgendwo reinstecken muss. Ja, das klingt doch wie für einen Generator gemacht. Ja, ich gehe mal hier hoch. Ihr habt auch die Computerterminals, an denen könnt ihr mal fragen, wo eure Suchgegenstände sind, ne? Genau, ja. Da haben wir nur ein Terminal zu suchen gehabt, der aber. Also da hieß es nur, dieses Terminal ist nicht auf dieser Ebene. Und Generator. Ups. Energiezelle. Wo ist ein Generator? Wie sieht denn ein Generator aus? Oh, hier geht's runter. Ach, Mann. Ja, wie ein Motor halt. Ja. Der ist bestimmt in einem Zentrum drin. Ich weiß nicht, was da unten rumliegt. Ich will's auch gar nicht wissen, aber ich denke, wir müssen da runter. Zumindest höre ich hier nichts. Hier ist erstmal was. Hast du was? Glowsticks. Dafür mache ich jetzt hier alles. Oh, Generator. Hier ist ein Generator. Ja, sehr schön. Gut. Gott, muss das Ding so laut sein? Also, falls ich guck mal, ob ich den neuen Match noch mit reinschauen kann, dann kann ich auch nicht schon schleppen. Ich hab dich auf jeden Fall irgendwann mal eingeladen. Ich hab dich auf jeden Fall eingeladen. Aber läuft jetzt bei dir? Nö, aber. Du meinst Flat. Da kann ich Flat so ein bisschen mitspielen. Aber eigentlich habe ich dich eingeladen am Anfang. Weiß nicht, ob du die. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Dann muss ich gleich mal ausprobieren. Ja. Okay, wir können durch die Tür. Aber scheinbar ist dahinter nichts Gutes. Ja, ist doch egal. Okay. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Mach auf! Jo, was ist das denn hier? Siehst du die Punkte? Was? Ja, was hast du gemacht? Oh Gott, da ist einer! Vorsicht, hinter dir! Ihr nehmt mal den Hammer! Oh, ich kann anscheinend wirklich noch mit zu euch reinjoinen. Ich bin tot. Mit dem Hammer, das darf man mir gar nicht. Oh, da kommt so ein Riesen-Orschi noch. Was hatte das denn zu bedeuten mit diesen roten Punkten? Ich weiß, es sieht so aus, als müsste man da hinlaufen in der gewissen Reihenfolge. Nee, ihr müsst warten, wenn der sich auflädt, dürft ihr nie zuhauen. Wenn er fertig ist mit Aufladen, drauftauschen. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Da hab ich auch nicht verstanden. Die leuchten immer so rot auf. Und dann lassen sich auf und da in der Zeit nicht draufhauen, sondern wenn die. Ach so, nee, die meinen wir nicht. Hier sind auf dem Boden.
So, Knotenpunkte. Ach, guck mal, der Sammy kommt zur Rettung. Hallo! Der strahlende Ritter. Oh. Ist er? Oh, komm, so, hinter dir, hinter dir. Vorsicht, Vorsicht! Achtung, da kommt doch nochmal eine Truppe. Also bei mir klappt Hammer gar nicht. Null. Aufladen, mit Trigger aufladen. Ach so. Oh. Und dann, wenn es vibriert, ist es aufgeladen. Ja, oh, das muss er auch erstmal wissen. Ach, scheiße. Oh, ich hab meinen Cortex verloren. Tja. Was soll ich sagen? Das war doch ein wilder Ritt da unten in der Hölle mit den anderen. Aber ich muss schon sagen, die Störung, die von den Moddern implantiert wurde oder von dem Modder, ist grandios. Odin, hör auf. Wir gehen gleich weiter in die Hölle. Denn ich denke mal, es geht demnächst wieder runter mit der Community. Und ich hoffe, wir schaffen es diesmal weiterzukommen. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Nero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.